24. Dezember. Das war vielleicht knapp gestern. Kurz bevor ich den Zauberknopf werfen konnte, hat der grimmige Ulfried mich entdeckt. Der ist voll auf mich zugestürmt, aber da hatte ich den Knopf längst geworfen und auch gleich beim ersten Versuch in den Schlitten reingetroffen. Auf einmal, flitsch, gab es einen grellen Blitz und der Zauberbann war gebrochen. Der Weihnachtsmann, die Rentiere, Floriel und sein Papa, die waren wieder ganz lebendig und keine gruseligen Wachsfiguren mehr. Der Weihnachtsmann war vielleicht sauer auf den Ulfried. Der hat ihn erstmal richtig ausgemeckert. Bei mir hat er sich ganz doll bedankt. Stellt euch vor, der echte Weihnachtsmann hat mir die Hand geschüttelt. Zum Glück habe ich meinen Wunschzettel immer dabei. Den habe ich ihm gleich in die Hand gedrückt, damit er weiß, dass ich mir ein Handy wünsche oder eine Puppe, die richtig Pipi machen kann oder ein ferngesteuertes Auto. Mal sehen, was er mir heute mitbringt. Und morgen, wenn der Weihnachtsmann frei hat, da besuchen wir ihn am Nordpol. Florian und seine Eltern holen mich und meine Eltern ab. Sogar Frau Schulze und Lumpi sind eingeladen. Dann trinken wir beim Weihnachtsmann heißen Kakao mit Sahne und knabbern Weihnachtsplätzchen.